10 auf 1, 2 mit den Autos. Waren schwierige Bedingungen, aber wir werden sehen, was das Wetter macht. Wir wissen, wir sollen keinen Scheiß bauen und wir wissen auch, was wir zu tun haben. Die Jungs vor mir, die können auf jeden Fall im Regen fahren, das haben die gesagt. Wird sicher auch nicht einfach. Rennen Nummer 7 ist freigegeben und der Angriff auf der linken Seite kommt schon. Da gab es die Berührung zwischen dem Bandfilter Mercedes und Fabian Schülle. Der Mercedes revanchiert sich und schiebt hier den Falken Porsche von der Strecke. Fabian Schiller starting from pole position, but is now down to second place. Zu dritt nebeneinander geht's da runter Richtung Mercedes Arena. In dieser zweiten Startgruppe deutlich mehr Disziplin als in Startgruppe 1. Mercedes 1-2. Die Spitze ist im Anflug, also in wenigen Augenblicken wieder zurück. Alles machbar, alles fahrbar, eine gute Ausgangsposition, mal schauen, was jetzt passiert. Slickreifen auf dem Balken aus BMW, die gehen also volles Risiko. Nick Ketzberg wird derjenige sein, der eincheckt. Und da kommt bereits der Angriff von Nicky Ketzberg. Hat aber kurzen Prozess gemacht. Gegenkonter von Eduardo Mortara. Jetzt krallt er sich den umgekehrt wieder. Wir haben die richtige Strategie gehabt. Und dadurch haben wir jetzt einen Vorsprung von knapp 5 Minuten. Ein sehr enges Feld. Nach 9 Rennen wird abgerechnet. Es ist noch ein langer Weg und es kann immer so viel passieren. Also der Showfaktor der Startnummer 705 ist wirklich bemerkenswert. The Falcon Motorsports cars switch positions into Tiergarten. Porsche ahead of BMW now, so a good move from Jörg Bergmeister. There was contact for Schmidtmann, and that's the Conrad Motorsport car of Axel Jeffries jumping ahead. Not a lot of code 60s actually, not a lot of incidents, especially when you see the conditions are pretty tricky out there. It's just very slippery and very difficult to keep the car on track actually. We have David in the car now, which is probably the best guy on the Nordschleife, so I'm sure he's gonna go do a good job. Drive as fast as possible and be on the podium. The dominance that Dominic Baumann and Fabian Schiller have had across the 4 hours, they get a worthy win. A Mercedes AMG that takes victory in VLN 7. This might be a drag race to the line at this rate. BMW got back by 19 thousandths of a second. Erster Gesamtsieg mit Mercedes für GetSpeed, von dem her ja, Top-Ergebnis. War schön, ich meine, mit zweitem Platz können wir alle zufrieden sein. Die Eifel hat sich mal wieder von ihrer besten Seite gezeigt. That's the pace the car has, the team has and my teammates have.